Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. An diesem Aschermittwoch stellen sich viele wieder die Frage, was kann ich denn tun in der Fastenzeit? Was kann ich als Opfer darbringen? Ganz viele aber auch nutzen die Fastenzeit nur für eine körperliche Kur und denken weniger an ihre Seele. Für mich persönlich habe ich beschlossen, mit Maria durch die Fastenzeit zu gehen. Sie singt im Magnificat: Der Herr erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Im übertragenen Sinne ist auch mein Leben vollgestopft mit so viel Reichtum, mit so viel vollen Dingen, mit so viel, was ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann und was oft nur den Hunger nach Leben, den Hunger nach Gott billig übertüncht. Die Fastenzeit kann mit Maria den Hunger nach Gott neu aktivieren, überhaupt neu ins Bewusstsein rücken. Bitten wir Maria, dass sie uns durch diese Fastenzeit führen möge, mit ihrer Sehnsucht, mit ihrem Hunger nach Gott, vor allem aber mit ihrem so konsequenten und nachahmenswerten Ja, das sie diesem Gott gegeben hat, der sie zum Leben geführt hat, Zeugin der Auferstehung werden ließ und ihr die Kraft gab, dieses Ja bis ans Ende ihres Lebens durchzutragen. So möge auch für uns diese Fastenzeit ein neues Ja zu Gott werden, ein neues Ja zu dem Hunger und der Sehnsucht in unserem Herzen. Und sie möge uns die Kraft geben, so manche Völlerei, so manche Übersättigung unserer Zeit abzulegen, um wieder Raum zu schaffen für den einen in unserem Leben, der uns wirklich satt machen kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, hilf uns, dass wir in dieser kommenden Fastenzeit die Übersättigung unseres Lebens ablegen können, um dem Hunger und der Sehnsucht nach dir Raum geben zu können. Hilf uns, dass wir uns von Maria an die Hand nehmen lassen, denn ihr konsequentes Ja zu dir hat sie ins wirkliche Leben geführt. Und dahin möchten wir auch gelangen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gesegnete Fastenzeit und eine gute Nacht.